Grüß euch Leute, Servus und willkommen zu einer neuen Weinverkostung. Heute sind wir in Italien, im Weinbaugebiet Friaul Venetien. Das ist der Refosco dal Peduncolo Rosso, Jahrgang 2002. Dieser Wein ist 20 Jahre alt und den verkosten wir jetzt. In der Farbe hat er schon mal ein schönes helles bis dunkles Kirschrot und jetzt verkosten wir. Im Geruch ist dieser Wein schon mal sehr vielschichtig, also er ist sehr fruchtig, noch Brombeeren, leichte Johannisbeeren, ist sehr würzig, noch verschiedene Kräuteraromen, hat so einen leichten Hauch von Gewürznelken, Zimtrinde, mit ein bisschen so Anklänge von also schönen Eichenaromen, Waldaromen und jetzt Prosper. Im Geschmack, auch wieder, hat er das schön vielschichtige, das sehr fruchtige, sehr würzige, mit der leichten Haut von Gewürzen, Zimtrinde, den schönen Eichen-Waldaromen drinnen, hat einen mittelkräftigen bis kräftigen Körper, mit aber noch einer mittelkräftigen Säure, aber sehr samtigen Tanninen und einem langanhaltenden Abgang. Dieser Wein braucht definitiv ein größeres Glas. Das ist ein Universal-Verkostungsglas. Wie gesagt, er braucht ein größeres Glas wie Bordeaux-Glas oder Burgund-Glas. Und wenn man den Wein geöffnet hat, muss er unbedingt belüftet werden, dass der Wein schon mal seine Aromen entfalten kann und dann im Glas noch besser zur Geltung kommt. Und wie gesagt, dieser Wein ist 20 Jahre alt, aber man kann ihn ruhig noch 5 bis 10 Jahre lagern. Das tut diesem Wein sicher noch gut. Und ja, Leute, probiert mal diesen Wein, wenn ihr auf italienische Weine steht, probiert mal diesen Refosco aus dem Weinbaugebiet Friaul Venetien. Mir schmeckt er sehr gut. Probiert mal diesen Wein, wenn ihr auf italienische Weine steht. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zur nächsten Weinverkostung. Euer Manuel. Ciao, ciao.